die Seite wollen wir hier mauern und danach gehen wir aus hier rüber, dass wir den hier in dem Bereich zumachen können. Gut, ich lege mir dann an, ich muss los. Dann bis später, okay. Mein Name ist Harald Eberhardt, ich bin bei Hochtief seit 30 Jahren in der Niederlassung Berlin und habe viele große Objekte hier in Berlin begleitet, bin hier eingesetzt als Oberpolier. Wir befinden uns hier auf dem Dach am Tachles, das größte Objekt, was ich mit begleiten darf, wo ich jetzt 2,5 Jahre hier bin. Aber das schönste Objekt und größte Objekt war für mich das Stadtschloss im Hintergrund. Wir befinden uns hier in dem neu gestalteten Schlüterhof. Der sieht fantastisch aus. Den Kontrast zwischen alt und neu und diesen Bezugspunkt aus auch in den Richtbruch. Das Bauwerk, was wir hier erstellt, verbindet mit der ganzen Welt. Das Alte aus der Humboldtzeit im modernen neuen Kleid. Wenn man sich vorstellt, dass hier mal ehemals der Palast der Republik stand, ist es unfassbar, was hier raus geworden ist. Wir befinden uns jetzt hier im archäologischen Fenster. Das archäologische Fenster bietet einem die Möglichkeit, mal eine Zeitreise zu machen, indem man sich die Fundamente hier mal anschaut, in welcher Art und Weise damals hier und welchen Mitteln hier damals gebaut worden ist. Wir hatten diese Problematik, was in Berlin leider üblich ist, Wasser, Sand. Das heißt, wenn man in tiefere Teile bauen will, hat man das Problem, dass der Boden eben instabil ist. Auf der Bodenplatte vom ehemaligen Palast der Republik mussten wir den Bodenaustausch vornehmen und ihn mit tragfähigem Boden einbauen. Und wir mussten dabei aufpassen, dass dabei wie ein Floß es nicht nach links oder rechts kippt oder und durch einen Riss in der Bodenplatte entsteht. Wir befinden uns hier an der Stelle, wo ich vor 2015 mir die Ehre zuteil geworden ist, vor 1200 geladenen Gästen den Richtbruch zu halten. Und eine Strophe möchte ich doch mal erwähnen, und zwar die auch bei dem Publikum gut angekommen ist. Wir danken dem Bauherrn, er war stets bereit zu fördern die gute Zusammenarbeit. Bei den Terminen hat es uns ein wenig gegraut, doch empfehlen Sie uns weiter, wenn man wieder mal baut. Was dafür großes Gelächter auch gesorgt hat hier. Wenn man sich hier mal umdreht und guckt sich die Dimension an, nur von diesem Eingangsbereich, wird einem erstmal bewusst, was für Arbeit drin steckt. Wir haben hier 16.000 Tonnen Bewährungsstahl eingebaut, 83.000 Kubikmeter Beton in den 2 Jahren und da soll uns erstmal einer nachmachen. Dies ist nur möglich, wenn man ein absolutes Top-Team hat, von Polieren, Bauleitern, Baukauffrau in allen Bereichen und Architekten, die wir für uns gebunden haben hier. Also Respekt nochmal und danke für die gesamte Leistung, die hier erbracht worden ist. Das ist schon große Kunst, was man hier sieht. Aber das, was wir gemacht haben, ist auch nicht ohne. Wir befinden uns hier auf einer meiner Lieblingsplätze auf dem Dach. Wir haben hier einen traumhaften Blick über Berlin, wenn man hier nach links guckt. Hat man die Kuppel, die natürlich für uns arbeitstechnisch eine große Herausforderung war, weil wir in Vorbereitung für das Richtfest unbedingt große Teile des Moduls umschön setzen sollten, was wir auch geschafft haben. Im 21. Jahrhundert ein Schloss zu bauen, die Chance kriegt man nicht alle Tage. Thank you.